Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Skull and Bones. Die Season 1 ist gestartet und ihr habt den Titel schon gesehen. Heute geht es darum, euch alle Season-Inhalte, die neu ins Game reingekommen sind, einmal zu zeigen. Noch ein paar kleine Kleinigkeiten, die wichtig sind für die Season, die euch wahrscheinlich die Season ein wenig erleichtern werden. Vorab, es wird ein Hotfix kommen, dass die Frequency und auch die Stärke der verseuchten Gegner in der Münzsammelrunde reduzieren wird. Wann das Ganze kommt, wissen wir nicht. Vielleicht kommt es sogar schon heute Nacht und ihr werdet das zum Zeitpunkt des Videos sogar schon live haben. Aber falls noch nicht da ist, es wurde auf Twitter announced, dass daran gearbeitet wird und warten wir mal ab, wann das kommt. Den ersten Inhalt aus der Season, den seht ihr hier schon. Das ist nämlich die Bark, das neue Schiff, was in Season 1 dazugekommen ist. Und die Bark hat einen Effekt, wo ich sage, dass es das beste Schiff im ganzen Game ist. Und zwar geht es dann nicht unbedingt um den Effekt, den es macht für die Kollegen und für den Multiplayer, sondern für euch selber. Weil der Perk hier, Wiederbelebt, muss man eigentlich zweigeteilt sehen. Ich stehe da genau, setze da genau drüber. Mach das mal so. Und zwar im ersten Teil habt ihr etwas, das für euch gilt und auch für die Kollegen. Stellt pro Sekunde schweren Schaden um 0,5% und Rumpfschaden um 0,5% wieder her. Auch für verbündete Schiffe in der Nähe. Bedeutet, wenn ihr schweren Schaden habt durch Überflutung oder dadurch, dass ihr gestorben seid, wird das pro Sekunde geheilt und euer normaler Schaden wird auch pro Sekunde geheilt. Und 0,5 klingt jetzt erstmal wenig, aber pro Sekunde. Sagen wir mal 5 Sekunden, 10 Sekunden, ihr wisst, wie langwierig manchmal Sachen sind. Und ich sage ganz oft, dass das Game sich ein bisschen anfühlt wie eine Reise in die Zukunft, weil so schnell die Zeit vergeht. Bedeutet, wenn ihr einfach mal von A nach B fahrt, braucht ihr teilweise eine halbe Minute oder eine Minute oder ist auch egal. Auf jeden Fall sind 0,5% pro Sekunde wirklich viel. Das werde ich euch gleich auch einmal demonstrieren. Ich lasse mich hitten, dann werdet ihr das sehen. Mit dazu, mit der Bark, bekommt ihr auch einmal hier das Heiler-Set. Das werde ich euch gleich auf hoher See einmal etwas näher zeigen. Das kann ich hier leider nicht so schön zeigen. Und dann war es das auch mit der Bark. Dann haben wir zwei neue Waffen bekommen. Wir wussten ja nur von einer, aber es sind tatsächlich zwei. Das ist einmal hier die Karonade. Die Karonade hat eigentlich diesen extrem guten Effekt, dass mit Sturzflug 50% eures Schadens schwerer Schaden wird. Das werde ich euch gleich auch einmal zeigen. Ich habe daraus ein Bild gebaut, der es in sich hat mit den Überflutungsschaden und der Sturzflut. Und wir haben dieses neue Item, die neue Waffe Le Fleu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, bekommen, was eine Mörser ist und was ein Mörser ist. Und Vergiftungsschaden macht. Bedeutet, genauso wie jeder andere Mörser, könnt ihr losschießen und der macht Explosionsschaden. Und zusätzlich kommt da, wo es aufkommt, eine toxische Giftgas empor, was über Zeit Schaden macht. Ich werde oft gefragt, ob Le Fleu besser ist als Leopold 3 oder schlechter. Rein vom Schaden her ist es ein kleines bisschen schlechter, aber ich finde den Damage over Time durch die Giftlache, weil ja auch andere theoretisch da durchfahren können, etwas besser. Aber letztendlich tun die sich nicht wirklich viel miteinander. Der Leopold macht ein wenig mehr Base Damage und macht überflutenden Schaden, was auch Damage over Time ist. Aber ich finde Le Fleu einfach cooler, weil es auch neu ist. Kann man ruhig mal ausprobieren. Dann kamen zwei neue Verteidigung rein, zwei neue Panzerungen. Einmal der zornige Erzwinger, den Effekt erkläre ich euch gleich. Und einmal der klagende Zwinger, der den Giftschaden um 50% reduziert. Beim klagenden Zwinger ist relativ schnell erklärt. Wie gesagt, 50% Gift wird reduziert und mit dem agilen Schutz verringert ihr euren Ausdauerverbrauch der Besatzung um 40%, wenn ihr Entdeckung geht. Das ist erstmal nicht so relevant, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass nur La Peste, der Endboss, Giftschaden macht im ganzen Game, bis auf die Level 1er Bötchen, die halte ich mal raus, weil wer sich davon treffen lässt, hat, glaube ich, andere Probleme. Deswegen gibt es eigentlich im ganzen Game keinen Grund, diese Verteidigung zu spielen. Bleibt nur noch die zornige Zwinger.
Und zornige Zwinger, den Effekt können wir vielleicht mal zusammen durchlesen. Wenn ein Schiff getroffen wird, während alle in Deckung gegangen sind, wird eine schädigende Wolke um dein Schiff abgegeben, die 3000 Giftschaden zufügt und die Ausdauer der Besatzung verbraucht. Hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Ich werde hier jetzt mal einen Clip nebenbei laufen lassen, wo ihr seht, wie dieser Effekt eingesetzt wird. Und wenn ihr mich fragt, ist das eine sehr, sehr schlechte Panzerung. Also klagender Zwinger, die man nur beim Endboss braucht oder auch nicht braucht. Und zorniger Zwinger, die meiner Ansicht nach komplett useless ist, weil A, 3000 Schaden sehr, sehr wenig sind und B, eine Abklingzeit von 10 Sekunden, das heißt, man kann das nicht immer wieder procken und C, müsst ihr dafür in Deckung gehen und sehr, sehr nah am Gegner stehen. Seid ihr etwas weiter weg, bringt euch das gar nichts. Ihr müsst wirklich sehr nah dran sein, also die Range ist wirklich nicht sehr weit. Ja, und als letztes kam ein neues Möbelstück raus, Pläne der La Potenz, die Schwachpunkte offen deckt von der Pestilenzflotte, ist essentiell, um die Season vernünftig spielen zu können. Finde ich sehr schade. Man muss es eigentlich auf jedem Schiff spielen, wenn man irgendwie was mit diesen solchen Viechern zu tun hat. Und erhöht nochmal den Schaden auf Schwachpunkte um 10%. Das ist aber erstmal nicht ganz so relevant. Aber das Ding müsst ihr eigentlich auf jedem Schiff spielen, deswegen auch mein Rat, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, das Ding zu kaufen, kommt ihr entweder um Discord und kauft euch das, beziehungsweise lasst euch das herstellen von einem vom Discord, oder spielt im Kaperbrief, im Battle Pass, ganz wichtig, den Quartiermeister auf Level 20, weil dort bekommt ihr den Bauplan. Das ist auf jeden Fall mein Tipp, das solltet ihr als allererstes machen, wenn ihr die Herausforderung abschließt in der Woche und im Monat und durch Ruhm ein paar Level farmt. Sollte ich das relativ schnell hinbekommen. Ich habe es am ersten Tag geschafft, mir diesen Bauplan zu holen. Und der ist essentiell, um die Season spielen zu können. Leider, muss man sagen. Und das war es auch schon mit handfesten Items in der Season. Also, wir haben zwei neue Waffen bekommen. Finde ich nach einer Woche Release eigentlich ganz cool. Ein neues Schiff, was ich sehr cool finde. Also, das ist mein neuer Geheimfavorit. Warum? Da gehen wir jetzt drauf ein. Und ein Möbelstück, was gerade total essentiell ist und nach der Season denke ich mal, es ist useless, weil es danach hoffentlich keine solchen Boote mehr geben wird in der Welt. Finde ich schade, dass so ein Möbelstück rauskommt, was man eigentlich nur für die Season braucht und danach nie wieder oder auch eigentlich so nicht gegen die Gegner. Man braucht es gegen den Endboss, damit man die Schwachstellen sieht, aber so viel mehr Schaden kommt dabei dann auch nicht raus. Also ist jetzt nicht so, als wäre der dann Selbstläufer und gegen diese Seuchenboote. Und die Panzerung, habe ich ja erklärt, sind beide komplett useless. Schwarzer Prinz und auch Königlicher Verwalter sind sehr, sehr, sehr viel besser. Gehen wir nochmal auf die Bark ein. Die Bark hat für mich eigentlich nur Vorteile. A, Rumpfzustand 36.000 und Deckungsstärke 7.200. Das ist wirklich solide. Schnelligkeit 11 Knoten und Trimmelgeschwindigkeit 15 Knoten. Im Gegenwind ist man so ungefähr bei 13 Knoten und Trimmelgeschwindigkeit 15 Knoten. Ist also im Gegenwind und im Rückenwind richtig solide. Im Gegenwind sogar das schnellste Schiff und im Rückenwind nur das zweitschnellste. Und benutzt ihr eine Wasserflasche im Rückenwind, seid ihr sogar bei 17 Knoten. Ist also sehr geil. Und 70.000 Fracht finde ich auch sehr cool. Im Angriff gibt es die ganz normalen Steckplätze. Und dann nochmal 5 Ausrüstungssteckplätze. Wir müssen beim Angriff eine Sache bedenken. Und zwar sind das die Luken. Da wird morgen auch ein Video kommen, wo ich euch alle meine Builds zeige. Weil das oft gefragt wird. Und ich ein Video brauche, wie ich alle meine Schiffe gebildet habe. Deswegen werde ich da morgen nochmal mehr zu erzählen. Aber wichtig ist, dass ihr wisst, dass auf der Bark verschiedene Ober- und Unterdeckenluken bestehen. Und bei der Bark vorne und hinten 4 und an den Seiten 7 bedeutet, dass kleine Kalverine oder Halbkanonen sehr, sehr stark auf der Bark sind. Deswegen spiele ich die auch nur mit Halbkanonen und den Kalverinen bzw. mit Basilisk und mit der Zamzammer. Jetzt habe ich viel Theorie erzählt. Jetzt schauen wir uns das Ding doch mal in der vollen Pracht an. Und zwar haben wir hier den Skin, den habe ich euch schon erzählt, sehr cool hinten mit diesem Abschlepphaken. Wir machen ab und zu den Witz, wenn wir einen Fort plündern und einer voll ist und damit 4 Knoten zum Land tuckert, dass wir zurückfahren und ihn abschleppen. Jetzt könnten wir das theoretisch machen. Und unten diese Beiboote, muss ich sagen, finde ich auch sehr cool. Die Farbe so ans Rote Kreuz angelehnt, finde ich auch ganz cool. Also ist echt ein solider Skin, den man da umsonst dazu bekommt.
Und wenn wir uns jetzt mal die Bark anschauen, ich lasse dich einmal treffen gleich von den Gegnern, dann werdet ihr sehen, was ich meine, wieso der Perk gerade im Solo-Gameplay so extrem gut ist. Jeder von euch wird es wissen, wenn man lang unterwegs ist, gerade auf der Münzrunde, kommt da schon mal vor, dass man schweren Schaden erleidet oder auch mal so Schaden erleidet. Die Reparaturkits sind vielleicht gerade in der Abklingzeit. Und da ist es natürlich Gold wert, wenn dein Schiff sich einfach automatisch heilt. Und 0,5% klingt wirklich wenig. Aber wenn ihr mal unten auf diesen kleinen grünen Balken achtet, ich bin natürlich im perfekten Gebiet, um das einmal zu demonstrieren, weil hier gar kein Schaden reinkommt. Aber wenn ihr darauf achtet, auf diesen kleinen grünen, schaut mal, wie schnell das geht und wie schnell der wieder hochgeheilt ist. Und das gleiche gilt auch für den schweren Schaden. Schweren Schaden, der wirklich Leben abzieht, bis ihr euch an Land repariert. Und das Coole ist, das Ganze macht die auch in Umkreis an all euren verbündeten Schiffen. Also für jede Plünderung ist das Schiff, ich weiß gar nicht, ob stackt, schreibt doch gerne in YouTube-Kommentare, wenn der Effekt auch noch stackt und ihr in einer Plünderung, sage ich mal, der ganze Server, oh mein Gott, das werde ich heute auf jeden Fall im Stream mit euch ausprobieren. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen. In der Plünderung 20 mal dieses Schiff. 20 mal 0,5%, wenn das deckt. 10% pro Sekunde, man ist ja unkillable. Das will ich heute auf jeden Fall im Stream ausprobieren. Wenn ihr da dabei sein wollt, auf jeden Fall mal Twitch abchecken. Aber ihr seht, ich meine, das sind jetzt hier extreme Billo-Gegner. Aber ihr seht, wie viel hier geheilt wird und wie ich einfach die ganze Zeit full life bin. Auf den zweiten Teil des Perks bin ich gar nicht eingegangen, weil ich das Schiff nicht als Reparaturschiff spielen werde. Aber wenn ihr Reparatur Kanonen benutzt, dann wird da auch nochmal extrem viel geboostet. Man kriegt noch Ausdauer dazu, man kann schweren Schaden noch zusätzlich boosten. Also, man kann das auch sehr, sehr cool als reines Healer-Schiff spielen. Aber ihr seht schon, es kommt kein Schaden rein. Und das hier wird mein Schiff sein, womit ich demnächst die Münzrunden mache, womit ich demnächst am meisten spiele. Auch wenn die Padawakang, die Brigantine und auch die Sambuca extrem stark sind. Das Teil hier ist auf den Long Run, da man wirklich lange unterwegs ist auf dem Wasser, sehr, sehr cool, finde ich. Jetzt noch einmal der Mörser, damit ihr den einmal gesehen habt, ob ihr euch den kaufen wollt oder nicht. Ist ja relativ teuer. Den kann man nämlich nur im Schwarzmarkt kaufen für Sovereign. Sovereign ist die Währung, die ihr nur bekommt, wenn ihr in der besten Liste aufsteigt im Ruderclub. Ich schieße den einmal los. Der Effekt ist ganz cool mit dem Grün. Aber was man ganz klar sagen muss, wenn es angekommen ist, ist es relativ unspektakulär. Also hier ist dann so ein kleiner Bereich, der so giftig ist und vielleicht haben wir Glück und der fährt rein und wir sehen den Effekt. Leider nicht. Aber ihr seht, ne, so 3, 4 Sekunden bleibt es da liegen. Guck mal, er hat sogar einmal kleinen Schaden bekommen. Da könnt ihr ungefähr einschätzen, wie viel Proc Damage, also wie viel Damage over Time da reinkommt. Also finde ich eigentlich eine ganz coole Ergänzung zum Leopold, wenn man vielleicht nicht unbedingt den Leopold spielen will, sondern mal was Neues, finde ich ganz cool. Ich will dem Bildvideo von morgen nicht vorweggreifen, aber ihr wollt natürlich auch noch die Karonade sehen. Rein von dem Schuss sieht das eigentlich aus wie immer. Also ich habe die vorne und wenn wir die schießen, sieht das jetzt nicht irgendwie spektakulär aus. Was dann eher spektakulär wird, ist der Schaden und der Effekt, wenn man ein Bild baut, der komplett auf Überfluten geht, wie zum Beispiel bei der Brigantine. Aber dazu werde ich euch dann morgen mehr erzählen. Aber ja, das hier ist die neue Waffe. Macht halt Überflutungsschaden bzw. schweren Schaden, wenn der Gegner überflutet ist und damit dann auch nochmal Schaden über Zeit. Ist meiner Einschätzung nach eigentlich ein Item, was man, eine Waffe, die man extrem gut im PvP spielen kann, bedeutet bei Übernahmen, bei Halsabschneidermissionen, bei Ruderwetten, um den Gegner Überflutungsschaden zuzufügen und somit dauerhaften Schaden bzw. dauerhaft seine Lebenspunkte zu reduzieren. Wenn man dann so ein Bild baut wie ich hier auf der Brigantine, kann die eigentlich ziemlich, ziemlich cool sein. Dann eine Information zum Kaperbrief, weil ich das oft gefragt wurde im Stream. Hier oben die erste Mission mit den Seuchenbringern, die ihr auch braucht, um die Köpfe für William zu farmen. Das sind extra Gegner. Das sind nicht die normalen Level 1er oder Level 10er Seuchengegner, die ihr so in der Welt seht, sondern es sind ganz besondere Seuchen
Bringer, Pestilenzflotten, NPCs, die Bedas fahren. Die Beda könnt ihr daran erkennen, weil ihr das Boot wahrscheinlich selber einmal gefahren habt. Das war das erste Boot, was ihr selber hattet. Das sieht so aus. Ich will es jetzt nicht ausrüsten, aber das kennt ihr von der Form her. Und so sieht auch das Boot aus, was ihr besiegen müsst, um im Körperbrief das gut geschrieben zu bekommen und um die Köpfe zu farmen. Die Spawns davon sind nicht random. Also es gibt nicht so random Spawns in der Welt und ihr könnt das einfach so irgendwie finden, sondern die Spawns sind ganz feste in der Welt integriert. Und damit ihr das Ding farmen könnt, werde ich euch jetzt ein, zwei Spawns sagen, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass es die dort gibt, weil ich die heute da selber auch gefarmt habe. Das ist einmal bei der Oubliette, direkt hier in diesem Bereich. Es kann immer sein, dass das ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter unten ist, weil die wirklich eine Route hin und her fahren. Das bedeutet, was ich immer mache, ist sich hier hinporten und dann einmal hier hinter den Stein fahren. Und wenn das dann nicht hier in diesem Bereich irgendwo auftaucht, dann ist das gerade besiegt worden und muss erst respawnen. Dann gibt es noch eine hier bei der Mutter des Wracks im Westen. Bedeutet irgendwo hier zwischen diesen beiden Gebieten. Irgendwo hier in dem Bereich. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen irgendwo unten hier patrouilliert. Deswegen schaut bei Mutter des Wracks, solltet ihr eigentlich, wenn ihr ein wenig raus habt oder einmal drumherum sehen. Wenn ihr es nicht seht, dann ist es wieder in der Respawn-Zeit. Und dann gibt es einen, das weiß ich zu hundertprozentig auch, weil ich ja ganz oft Harufo farme. Ihr wisst das, ne, mit der Manufaktur. Dort ist auch dann hier eine Beda in dem Bereich. Das sind drei Spawns, die ich heute abgefarmt habe und habe damit 15 Stück bekommen. Genau, 15 habe ich bisher. Also da könnt ihr einfach über den Tag verteilt ab und zu mal reinschauen, ob ihr da einen findet. Falls ihr euch fragt, wieso ich schon Level 45 bin, das liegt nicht nur rein an den Herausforderungen, weil ihr könnt auch Punkte sammeln ohne diese Herausforderung. Das seht ihr nämlich hier oben rechts. Man kann nämlich auch die Punkte im Schmugglerpass farmen, indem man Ruhm farmt. Und dafür könnt ihr einfach Gegner besiegen, Plünderungen machen, Missionen abschließen, vor allem die Skurlock-Missionen und auch die Rama-Mission geben extrem viel Erfahrung. Rama 1250 und die Skurlock alle drei zusammen irgendwas mit 1300, 1400 oder sowas. Und die sind richtig schnell und die respawnen auch nach einer Stunde ungefähr. Könnt ihr also ganz oft am Tag machen. Ist die beste Methode, um Ruhm aktuell zu farmen. Außer ihr wollt ganz viel kämpfen, dann könnt ihr natürlich auch einfach Gegner besiegen und Plünderungen machen. Die Ruhm-Umrechnung ist ungefähr bei 100 Ruhm sind 30 Punkte im Schmugglerpass. Bedeutet für 1000 Ruhm, bei Rama zum Beispiel, kriegt ihr ungefähr 300 Punkte hier oben im Schmugglerpass. Das dauert auch immer ein bisschen, bis das hinzugefügt wird. Deswegen, wenn ihr einmal portet oder einmal segeln, einmal auf Wasser geht, dann wird das immer hinzugefügt. Also es wird nicht sofort oben dazugerechnet. Und als allerletztes Thema ist, wieso man manchmal Lapeste sieht und manchmal nicht. Also hier, der Spawn ist ja normalerweise hier über der Flussmündung und einmal hier unter der Mutter des Wracks. Und wenn ihr den Lapeste nicht seht, dann liegt das daran, dass ihr nicht im Fahndungs, nicht keine Fahndungsstufe oben rechts habt. Weil nur wenn ihr die Seuchenbringer besiegt und Fahndungsstufe 4 erreicht, erscheint Lapeste in der Overworld. Also müsst ihr aktiv oder euer Server vielmehr die solchen Gegner besiegen und farmen, damit Lapeste hier spawnt. Also, wenn ihr euch fragt, ey, wieso spawnt bei mir Lapeste weder hier noch da, beziehungsweise wieso sehe ich nicht, dass er spawnt, dann liegt das daran, dass ihr selber nicht im Fahndungsmodus seid, in dieser Fahndungsstufe und deswegen nicht das angezeigt bekommt. Bedeutet, wenn ihr den selber farmen wollt, dann müsst ihr einfach gegen diese solchen Gegner kämpfen. Nehmt dafür einen Kopf mit, nehmt dafür ein paar Achterstücke mit, dann spawnen die und dann könnt ihr die einfach besiegen. Das war alles zu Season 1. Ich hoffe, ich habe alle Themen umfasst. Wenn noch irgendwas fehlt, schreibt das gerne unten in die Kommentare oder kommt in den Stream, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder auf den Discord. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Follow freuen, wenn ihr morgen nicht das Video verpassen wollt zu meinen Schiffen. Und zu den Builds, wie ich sie spiele. Ich wollte kein gesondertes Video machen zu Builds, weil ich Builds irgendwie ein bisschen doof finde. Aber ich werde euch morgen erklären, was wichtig ist beim Schiffsbau, dass ihr auch selber in Zukunft, wenn neue Schiffe reinkommen, selber Schiffe bauen könnt und wisst,
worauf es ankommt, werde Überflutung, werde im Brand und solche Sachen erklären. Und vor allen Dingen Ober- und Unterdeck, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, wann man welche Waffen benutzt. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen. Würde mich selber ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.